Geld gerade. 900. Das ist nicht so gut. Innerhalb von 48 Stunden. Na gut, er geht nochmal arbeiten. Und morgen arbeiten? Ja. Muss nochmal arbeiten. Theoretisch kriegen wir das Geld noch. Zu dem Zeitpunkt, in dem sie im dritten Trimester ist, dauert es 15 bis 20 Minuten reale Zeit. Oh, ja, dann dürfte das ziemlich zügig jetzt passieren. Könnte ich mir vorstellen. Ich meine, zeitlich käme mir das hin. Vielleicht so um 10 vor ungefähr. 10 vor 8. Könnte hinkommen. Und 22 Kinder ist heute das erste Mal schon wegen fehlgeschlagen. Was? Das geht? Ich hatte das auch noch nicht. Prinzipiell, wenn ich dann den Test gemacht habe, hieß es, yo, klappt, wunderbar. Bin davon ausgegangen, die sind einfach super fruchtbar, die Sims. Das geht immer. Ja, wer weiß. Macht ja nur Sinn. Warum deckst du ihn jetzt zu? Der ist doch schon fast wieder wach. Frau. Erziehungslevel 8, na, immerhin. Bei drei Kindern könnte man das meinen. Das kann fehlschlagen. Die Frage habe ich mir auch gestellt. Ja, irgendwie. Auch wenn du jetzt in einem anderen Spielstand gespielt hast, hatte ich jetzt eigentlich noch nie, dass es fehlgeschlagen ist, glaube ich. Kann ich mich so zumindest nicht dran erinnern. Oh Mann, ne? Noch hat sie keine Problemchen. Aha, Raidman ist wach. Hallo. Guten Morgen, Mister. Ich kann dir eigentlich mal beibringen, aufs Klo zu gehen. Das ist, glaube ich, gar nicht so verkehrt. Bücherregal ist total im Weg. Das Töpfchen ist eigentlich das Wichtigste. Wieso fehlt dir ein Mädchen? Weil wir, um in die nächste Generation vorschreiten zu können, ein Mädchen haben müssen. Also wir brauchen 7 Kinder. Eins davon sollte ein Mädchen sein, weil dann das die nächste Disney-Prinzessin ist. Das wäre dann Cinderella in dem Fall. Und deshalb brauchen wir noch eine. Genau, Generation 2 spielen wir dann Cinderella. Aber wir haben bisher leider nur 3 Jungs. Mal gucken, vielleicht ist jetzt eins davon in dem Bauch. Endlich ein Mädchen. Das wäre schon mal ganz nice. Ich meine, es ist jetzt nicht so, dass die Challenge dann vorbei ist, wenn wir 7 Jungs haben. Sie darf ja auch mehr als 7 Kinder haben, theoretisch. Und du dürftest sogar eins adoptieren, um dann sagen zu können, hey, okay, jetzt kriege ich das Mädchen. Sonst bist du ja die ganze Zeit hier nur am Baby machen. Und dann hast du eigentlich im Prinzip schon die 100-Baby-Challenge gemacht, bis du das Mädchen kriegst, ne? Von daher, wir kriegen es auf jeden Fall. Raidman, wie lange brauchst du denn da auf dem Klo? Spur mal ein bisschen vor. Wie ein Läufer haben wir ja noch. Richtig. Schauen wir mal, was als nächstes bei rauskommt. Ihr Rücken tut schon weh. Seien wir gespannt. So. Raidman ist fertig. Und ihm geht es soweit gut. Dann kannst du erstmal. Oh, Don, nerv nicht. Mit dir will auch kein Mensch was zu tun haben. Du holst ja sowieso schon was zu essen. Dann mach das. Was tut Raidman da? Raidman schaut das Bild an. Ja, gut. Du könntest natürlich auch einfach hier ein bisschen spielen. Tap, tap, tap. Ich finde es auch gut, dass die halt wirklich alle nach dem Vater kommen und alle orangen Haare haben. Man merkt halt überhaupt nichts von ihr. So gar nichts. Die kommen alle viel zu sehr nach Papa. So, unsere Jungs sind wieder da und haben ein Schulprojekt mitgebracht. Das ist ja herrlich. Ich sage, es wären Zwillinge. Gefühl, 2 Jungs. Na toll, danke, du machst mir Hoffnung. Du machst mir ja Hoffnung. So, Ranma geht baden, das ist super. Und Hilorian spült Geschirr. Ja, gut. Wenn du da Bock drauf hast, meinetwegen.
Setz dich mal bitte woanders hin, Snow, damit die an den Kühlschrank kommen. Dann können die nämlich auch was essen. Schämt? Warum? Du hast doch nur Geschirr gespült. Hast du? Ja. Du bist natürlich nach oben gegangen, obwohl hier auch eins ist. Selber schuld. Da kann man nichts gegen sagen. Da bist du selber schuld. Und das... Das wollte ich gar nicht. Ich wollte es sauber machen. Das Ding können wir verkaufen. Dann kriegen wir noch ein bisschen Geld. So. Aber immer noch nicht genug für die Rechnung. Vielleicht sollten wir irgendwas verkaufen. Was bekomme ich, wenn ich recht habe? Das ist eine gute Frage. Was möchtest du denn haben? Wir verdienen 280. Das ist natürlich ganz schön wenig. Haben wir. Oder wir haben doch so blöde Kacke von der Karriere Geschenke gekriegt. Kann ich die Dinge verkaufen? Stimmt, ne? Klar. Hau weg den Rotz. Den braucht keine Sau. So. Dann kannst du mal eben die Rechnung bezahlen. Nichts. Na dann. Ich werde dich nochmal dran erinnern, wenn wir das Kind kriegen. Was es ist. Aber es sollte ja eigentlich nicht mehr so lange dauern. Von daher ist das definitiv noch in unserer Spielzeit drin. Wir spielen ja heute bis um 10. Snow macht ein Nickerchen. Das ist auch in Ordnung. Du bist immer noch am Duschen. Raidman hat da seinen Spaß. Ist aber traurig, weil er ein Töpfchen Unfall hatte. Das ist natürlich bitter. So, wie schaut es denn bei dem Bestreben aus? Wir haben immer noch nicht genügend Geld, um den blöden Tisch zu kaufen. Bei anderen Kindern anfreunden, mit zwei Erwachsenen anfreunden. Aber da zählt ja nicht die Familie dazu irgendwie. Dummerweise. Weil eigentlich hatten wir uns ja schon mit Papa angefreundet. Und das zählt nicht. Was ist denn jetzt schon wieder? Hast du nicht deine Hausaufgaben? Nee. Kannst du eigentlich auch machen. Das wäre vielleicht... Oh, die Wehen haben eingesetzt. Dabei hat sie so schön geschlafen. Eben noch beiden sagen, sie sollen die Hausaufgaben machen. Und dann auf geht's. Ins Krankenhaus. Wait, du hast einen pinken Schreibtisch? Habe ich. Ich finde, der bleibt zu Hause. Der bringt sowieso nichts. Wir gehen alleine. Mitmachen. Müssen wir einen mitnehmen? Wir können Menschen mitnehmen, mit denen wir überhaupt keinen Kontakt haben. Warum? Das macht keinen Sinn. Krankenhaus, wieso das? Weil es cooler ist. Weil ich diese Prozedur einfach total dämlich finde, wie das Kind auf die Welt kommt. Mit den Lasern und dieser Babyflasche, die da in das Gerät reinspritzt. Warum auch immer. Deshalb gehen wir ins Krankenhaus. Ja, dann hat er was anderes gesagt. Bluffy! Noch ganz schön müde. Wie er ausflippt. Dabei arbeitet er doch im Krankenhaus. Er weiß doch, wie das abgeht. Sinnlos. Bei mir wären es alles Ausgeburten. Ja gut, du hast auch ein paar mehr. Du hast ein paar mehr. Wer bist du denn? Dich habe ich ja noch nie gesehen. Und sie rennt hier rum so, la 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 la, alles in Ordnung, mir geht's gut. Wo kriegen wir denn das Baby diesmal? Da oder da? Wir haben es, glaube ich, schon bei beiden gehabt, ne? Dass die alle direkt groß werden und ausziehen. Ja, anders kommst du ja auch nicht voran, ne? Du hast ja auch nur 8 Slots. Das wird ja sonst nichts. Das Problem habe ich auch noch. Ich muss gucken, wie ich das dann mache. Ob ich dann wirklich gleich Hilorion quasi, wenn er sein Bestreben erfüllt hat, gleich altern lasse und dann raus, damit ich wieder Platz habe. Sonst
fehlt mir halt Platz für das letzte Kind da am Ende. Das ist nicht so gut. Aber der Chat möchte lieber eins zumindest groß gezogen haben. Naja, gut, kann man auch verstehen, ne? Vor allem, weil es halt echt hart ist. Vor allem, wenn du so viele andere Kinder dann auch rumwuseln hast. Da einen Überblick dann zu behalten, das wird schon schwer. Aber früher oder später muss ich diese Challenge wohl auch machen. Komme ich nicht drum rum. Ich möchte sie auch machen, so ist es nicht. Weißt du, es ist einfach was komplett anderes. Vor allem, wenn du dann so eine Vorgabe hast und dann weißt, hey, okay, das muss ich noch machen. Weißt du, ist ein ganz anderes Gefühl dann zu spielen. Mach dir was gefasst, die hat es echt in sich. Ja, deshalb schiebe ich sie auch möglichst weit raus. Wir haben halt brutal das Herz rausgerissen. Und pflanzen es wieder ein und spritzen Milch drauf. Das ist so bescheuert. Ich weiß nicht, wie man auf die Idee kommt, eine Geburt so darzustellen. Ich hätte es ja noch verstanden, wenn man einen Greifarm nimmt und das quasi so rauszieht. Aber das ist halt schon wieder ein Junge. Mano! So, das ist jetzt Chica. So. Schon wieder ein Baby. Und es sind wirklich zwei. Ach ja. Wir haben wieder ein schwarzes Baby gekriegt. Das ist sehr dominant. Es hat sich wieder für 2 Sekunden auf dem Arm und dann wird es weggeportet. Doch nur ein Junge. Ja, aber es ist ein Junge. Das ist das Problem. Da ist doch schon das Problem. Ein Junge zu viel. Gut, wir gehen nach Hause. Wir haben einen Jungen. Mal wieder. Aber wir kriegen noch ein Mädchen. Ich habe das so im Gefühl. Es gibt noch ein natürliches Mädchen. Wir brauchen keine Adoption. Musst Erdbeeren essen. Gibt's die denn noch? Ich weiß, das war früher schon mal so, aber wusste nicht, dass es in Sims 4 immer noch so ist. Wir hätten uns einfach einen anderen Typen aussuchen müssen. Der Kerl ist definitiv zu dominant. Ja, gibt es? Ja, dann. Dann müssen wir da wohl mal was machen. Hilft ja nix. So, ich wette, das Kind steht wieder oben, wo es nicht hingehört. War eben auch schon so. Nein, diesmal nicht. Doch, natürlich. Kind, komm da weg. Du hast da nichts zu suchen. Du möchtest bitte nach unten, wo man dich auch sieht. Kann man sich nämlich viel besser um dich kümmern. Huch. Zack. In die Ecke mit dir. Eieiei. Das allerletzte wird dann ein Mädchen. Ja, warum nicht? Es ist erlaubt, definitiv. Also da gibt es keine Beschränkung, dass du die nicht nehmen dürftest. Also der Kai und der Marco Müller haben mir ein Mädchen beschert. Ja, genau. Wie Mitsuki schon schreibt, wenn es tatsächlich nicht klappt, dann darfst du auch adoptieren, damit du auf jeden Fall weiterspielen kannst. Das ist dann absolut kein Problem. Jetzt steht wahrscheinlich unser Baby Raidman da mitten im Weg. Komm mal hier hin. Damit Papa da zum Baby hinkommt. Ist ja uncool. Ja, in erster Linie versucht man natürlich, oder ich versuche, dass wir das alles natürlich hinkriegen. Aber dadurch, dass wir nur 8 Slots haben, wird das sonst auch ein bisschen eng, wenn wir weiterhin Babys machen, wie blöde. Das ist dann auch nicht so prickelnd. So, du hast immer noch nicht diesen behinderten Tisch. Also kannst du nicht viel machen. Dann kannst du meinetwegen hier spielen. Hast du denn jetzt die Hausaufgaben eigentlich gemacht? Hast du begonnen? Dann mach sie doch auch fertig, bitte.
Schaut das bei dir aus?